Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis Blut und Wein. Und wir sind gerade dabei, unseren ersten Auftrag anzunehmen, der uns wohl in ein neues Gebiet führt, und zwar nach Toussaint ins Weingebiet. Das hat Anna Henrietta wirklich alles gesagt? Wörtlich? Naja, wörtlich hat sie gesagt: Bringt mir den Hexer und schont ja nicht die Pferde. Passt bloß auf, dass er diesmal alleine kommt. Den Rest hat der herzogliche Kämmerer hinzugefügt. Du weißt ja, wie das läuft. Ja, ich entsinne mich. Lass mich hinzufügen, wenn auch inoffiziell, dass eine stattliche Belohnung winkt. Die Details musst du mit der gnädigen Herzogin persönlich klären. Bin natürlich dabei. Das ist vielleicht das inbrünstigste Anliegen, das je an mich herangetragen wurde. Sicher das Höflichste. Und jetzt, da der Form Genüge getan ist, möchte ich mehr über dieses Biest hören, falls es eines ist. Das ist gewiss, auch wenn es noch niemand genau gesehen hat. Die einzigen Zeugen sind die grauenvoll massakrierten Opfer. Schau, dies sind einige Zeichnungen nach den Beschreibungen derer, die behaupten, das Biest erspäht zu haben. Sie unterscheiden sich leider sehr. Ich fürchte, die Zeugen reden Unsinn. Wie viele Opfer hat es gegeben? Zwei. Als die Herzogin vom Zweiten erfuhr, schickte sie uns sofort los, dich zu holen und dir Land und Schätze anzubieten, falls du ihre Bitte erfüllst. Es weht ein böser Wind, Geralt. Das Biest hinterlässt keine Spuren. Es heißt, es bediene sich schwarzer Magie. Beide Opfer waren Adlige und bald beginnt ein Turnier. Ha! Diese rechte Zeichnung ist auf jeden Fall eine Hommage an den Slenderman hier. Die Zeichnung ist auf jeden Fall eine Hommage an den Slenderman. Die anderen weiß ich nicht, ob die auch irgendeine Hommage an irgendein Wesen sind, aber rechts, das soll auf jeden Fall Slenderman sein, würde ich sagen. Hast du Turnier gesagt? Ich habe mir versucht, das Monster zu fangen. Hat schon jemand versucht, das Biest zu jagen? Fahrende Ritter vielleicht? Ha, versucht haben es viele, aber niemand hat es geschafft. Das Biest ist klug, es geht in keine Falle und greift stets überraschend an, wie ein Geist. Wir brauchen einen erfahrenen Fährtenleser, der sich mit Monstern auskennt. Kurz, wir brauchen dich. Das Biest bedient sich schwarzer Magie. Woher wisst ihr das? Das erste Opfer ist bei einem Bankett zwischen zwei Gängen verschwunden, unbemerkt. Es gab nur ein offenes Fenster und dann Geschrei auf der Straße, als dort die Leiche gefunden wurde. Beim zweiten Mord war es ähnlich. Das Opfer, ein Ritter, befand sich in einer verschlossenen Kammer. Das Haus war voller Diener und Wachen. Das Biest hat ihn trotzdem erwischt. Dann hat es ihn auf den Marktplatz geschleift und dort umgebracht. Wiederum unbemerkt. Wir fürchten keine Kreatur, der sich mit Schwert und Schild beikommen lässt. Doch das hier ist ein unbekanntes Wesen. Man weiß nur, dass es keine Spuren hinterlässt und mühelos tötet. Aus Gründen, die niemand kennt. Das klingt spannend. Dieses Turnier, das du erwähnst, warum bläst die Herzogin es nicht ab? Weil es zu spät ist. Die Teilnehmer und Gäste sind bereits eingetroffen, darunter die besten Ritter aller Länder und Anverwandte des Kaisers. Es sind also nicht nur die Untertanen der Herzogin bedroht. Verstehe. Wenn Adlige aus dem Ausland sterben, ist das bestenfalls ein Skandal, schlimmstenfalls ein diplomatischer Vorfall. Natürlich übernehme ich den Auftrag. All die Aufträge, die ich schon für Herrscher erledigt habe, war kaum einer drunter, der sich für mich gelohnt hätte. Du willst doch wohl nicht ablehnen. Nein, war nur so ein Gedanke. Die Herzogin kann bisweilen recht fordernd sein. Du übernimmst den Auftrag also, vorzüglich. Wir müssen gleich aufbrechen. Wir haben lange in diesem Land nach dir gesucht. Eile ist geboten. Wir können aufbrechen, wenn ihr soweit seid. Ha! Alsdann, auf nach Toussaint! Nach Toussaint! Och, jetzt kann ich die ganzen Leichen gar nicht looten, hätte ich wahrscheinlich sagen müssen, ich muss drüber nachdenken, aber das wäre einfach nicht korrekt gewesen. Naja, wenigstens haben wir dieses merkwürdig aussehende Dorf befreit. Vielleicht können wir alles wieder aufbauen. Es geht ab ins neue Gebiet. Und die haben ja schon irgendwas gesagt von wegen Ländereien und sowas und Schätze, die ich bekomme. Also wird das schon so sein, dass ich hier mein eigenes Weingut wahrscheinlich bekomme. Also ich tippe auf ein Weingut, wenn ich ein Haus bekomme. Wo wir vielleicht unseren eigenen Geralt-Wein anbauen können. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Bin gespannt. Eieieiei.
Come on, lad schneller. Ich brauche einfach, dass es weitergeht. Es muss weitergehen. Ich bin ganz aufgeregt. Come on, schnell, schnell, schnell. Come on, die Hälfte haben wir fast geschafft. Come on, ah, über die Hälfte. Ah. Drei Viertel, würde ich sagen. Komm schon. Komm schon. Und ein Turnier. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder Pferderennen haben. Vielleicht ist diesmal auch ein schwierigeres dabei. Vielleicht gibt es auch andere Sachen. Armbrustschießen oder so, keine Ahnung. Kämpfe. Ritterkämpfe, logischerweise. Also irgendwie kennen wir ja auch diese zwei Typen schon, wahrscheinlich aus Witcher 2 oder 1, aber ganz ehrlich, ich kann mich nicht an die erinnern. Mal gucken, ob mir die Gräfin, Herzogin bekannt vorkommt. Einige Tage später. Krass, die Umgebung sieht anders aus. Andere Bäume, andere Vegetation, das ist ja geil. Mediterraner halt. Toussaint, Land des Weins, Land der Liebe. Genau wie ich es in Erinnerung habe. Sehr geil. Beauclair hat sich in den letzten Jahren verändert. Du wirst sehen. Schau dich um, wenn du dazu kommst. Dann wirst du es bemerken. Mir ist es immer wie ein Märchenland vorgekommen. Fahrende Ritter, Elfenschlösser. Du findest uns doch nicht merkwürdig. Ich zeige dir, wie normal wir sind. Das schwöre ich beim Reiher. Geht denn hier ab? Für meine Herren! Ach Ich du schwöre, Scheiße. ein Monster zu töten. Alle für einen und einer für alle. Aber wir machen aber viel Schaden. Weißer Honig sind etwas vergiftet. Ach, ich habe ihn noch ausgewählt. Macht er überhaupt was, der dritte Typ hier? Aber gar nichts, er läuft nur hin und her. Und wird getroffen. Sehr geil. Geiler Kampf. Geiler Start von dem Spiel. Krass. Eine große Bestie. Nicht sehr klug, sie eigenhändig anzugreifen. Liebe fußt nicht auf Weisheit, Hexer. Also, Guillaume, raus damit. Welche holde Maid hat dich zu dem Schwur bewegt, den Abschaum zu töten? Die schönste von allen. Wenn er ihren Namen nicht nennen will, muss er es auch nicht. Ich kenne dich nicht, Herr, und du scheinst kein Ritter zu sein. Doch für deinen Beistand bin ich dankbar. Nein, ich stehe in deiner Schuld.
Diese Trophäe soll dein sein. Ein Riese, so nahe bei den Menschen. Seltsam. Das war kein gewöhnlicher Riese. Sein Name war Goliath. Angeblich war er einst ein Ritter und hat seine Schwüre gebrochen. Deswegen hat die Dame vom See ihn in einen wilden Riesen verwandelt und auf die Gorgo verbannt. Und warum ist er da wieder rausgewandert? Der Hunger. Der zwingt ihn mehrmals im Jahr ins Flachland. Goliath hat schon viele Schäfer verschlungen. Guillaumes Jagd war nobel. Aber das ist eine Geschichte für gemütlichere Orte. Ich verstehe nicht, was mit der Stimme von Geralt los ist, warum ich so blöd dumpf ist. Alle anderen klingen normal, nur er hat so eine merkwürdige, dumpfe Stimme in dem Teil bis jetzt. Ich hoffe, das ändert sich echt noch. Ich nehme die Trophäe gerne. Vielleicht zahlt jemand dafür. Du hast gut gegen den Riesen gekämpft. Hast du Erfahrung im Kampf gegen Monster? Nein. In Toussaint kämpfen wir vor allem gegen Banditen. Doch ich habe geschworen, der Herrin meines Herzens den Kopf eines Monsters zu bringen. Wie der berühmte Gottfried der Riesentöter. Du willst doch das Biest nicht erlegen, hoffe ich. Das überlassen wir besser Geralt. Auf mich wartet eine andere Herausforderung. Wenn Geralt das Biest töten soll, muss er wissen, dass es wieder zugeschlagen hat. Es wurde eine Leiche angespült. Am Fluss, beim Basilisk. Damien de la Tours Männer sind schon dort und sichern die Gegend. Sichern die Gegend? Dann gehe ich lieber gleich hin, ehe sie alle Spuren und Hinweise niedertrampeln. Wohlan denn. Ich reite zur Stadt und unterrichte die allergnädigste Herrin von Geralts Ankunft. Wir treffen uns später bei Guillaumes Zelt am Turnierplatz und ich geleite dich dann zur Herrin. Goliath, da bin ich ja mal gespannt. Das Biest von Beauclair. Augenzeugen heftiger Angriffe haben hinterher immer Schwierigkeiten, die fraglichen Monster zu beschreiben. Viele Bestien sind flink, greifen nachts an und die Zeugen sind schockiert und üblicherweise damit beschäftigt, ihre Haut zu retten. Deswegen wissen Hexer oft nicht genau, womit sie es zu tun haben, bis sie selbst auf Spuren oder sonstige Hinweise auf die Identität des Monsters stoßen. So war es auch mit dem Biest von Beauclair. Geralt wusste, dass es Tote gab und das Monster schwer zu fassen und häufig schlau war. Alles, was er sonst noch hörte, war offenkundig das Produkt furchtgespeister Fantasien. Ätherische Erscheinungen, ja, das hat man schon. Goliath. Dieses Fass ist auch geil. Okroidenöl und Quinn. Der Legende nach war Goliath einstmals ein einbrüchiger Ritter gewesen. Die Dame vom See hatte ihn bestraft und in jenen nur einmal im Jahr... Was? Hä? Hat ihn bestraft und in jenen Riesen verwandelt, als er... in die Berge floh. Seitdem kam er nur einmal im Jahr noch in die Zivilisation, wenn der Hunger ihn dazu zwang. Man kann nicht wissen, was an dieser Geschichte dran ist. Fest steht, dass besagter Riese höchst gefährlich war, Schafe und Schäfer auf einmal fraß und weithin dermaßen gefürchtet war, dass die Gouvernanten die Kinder mit Geschichten über ihn erschreckten, damit sie ihr Gemüse aßen. Goliath galt zwar als wilde, vernunftlose Kreatur, doch er nutzte einfache Werkzeuge und in seinen Pranken wurde jeder Gegenstand zur tödlichen Waffe. Im Kampf gegen Geralt schwang Goliath einen Mühlstein, mit dem war jeder Streich vernichtend. Zum Glück hatte Geralt einige Erfahrung mit dem Töten von Riesen und machte kurzen Prozess mit Goliath, wobei ihm drei tapfere Ritter treulich zur Seite standen. Milton de Perac Peran, Palmarin de Laufal und Guillaume de Laufal. Also sorry, aber es ist richtig scheiße, dass das in Frankreich quasi spielt, diese Erweiterung, weil ich kann überhaupt kein Französisch. Ich werde wahrscheinlich die meisten Sachen einfach falsch aussprechen, da ich keinen Plan habe, wie man die ausspricht. Ich versuche mir das zu merken, was diejenigen halt sagen, weil anders, ja, werde ich es nicht hinbekommen. So, ich guck mal kurz, ob wir was über die Typen... über die Typen rausfinden, die wir gerade getroffen haben, weil da steht ja bestimmt drin, wo wir die schon mal gesehen haben. Das wäre ganz interessant. Oh, es sind so viele, das werde ich doch niemals finden alles. Gaunter Idim, der Spiegelmeister. Oh, ich
habe mir natürlich nicht gemerkt, wie die hießen, ne. Palmerin de la Fin. Nicht als Ritter zu Sans war der Inbegriff der Tugend. Müsste ich einen bestimmten, der den Idealen blauer. Ne, steht leider nichts drin von früher. Naja, was soll's. Was wollte ich machen? Genau, die Leiche looten. Trophäe von Goliath. 145 Kronen, großes rotes Medagen, Floren, Monsterzahn, eine Waffe. Die besser ist, dachte ich mir schon, aber ist halt einfach nur magisch und... Oh, aber 60 plus 60 ist halt schon krass, ne? Kritischer Trefferbonus, kritischer Trefferchance. Ja, plus 60 ist echt viel, wenn ich ehrlich bin. Ich überlege gerade, ob ich die trotzdem anlege, aber es lohnt sich halt nicht. Da würde ich ja auch wieder was zockeln. Ich glaube, ich werde echt warten, bis ich davon ein Relikt finde. Wird ja wahrscheinlich auch nicht lange dauern. Dann die Trophäe. 5%. Oh, ich habe gehofft, dass hier endlich mal was Neues kommt, als immer nur der gleiche Quatsch. 5% Bonuserfahrung. Na toll. Was habe ich? 10% Chance auf Verstümmeln. Das finde ich halt eigentlich geiler als 5% Bonuserfahrung. Von daher lassen wir das einfach mal. Schön, wie es aussieht. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Hä? Welche Leiche liegt denn hier? Ist das nicht der Typ, dem wir gerade eben geholfen haben? Hier ein totes Pferd. Ja, dann würde ich sagen, reit mir mal dahin. Tapferer Junge, dieser Guillaume. Mutation und Großmeister-Hexer-Ausrüstung. In Blattende Bein kann sich Geralt weiteren Hexermutationen unterziehen, um neue Möglichkeiten freizuschalten. Schon bald triffst du auf einen Boten, der dir einen höchst interessanten Brief überreicht. Lies ihn und befasse dich mit der Geschichte von Professor Moreau, um mehr über diese Mutation zu erfahren. Man erzählt sich, dass in Toussaint ein meisterlicher Handwerker lebt, der Hexerausrüstung von unerhöhter Qualität anfertigt. Außerdem bekommst du Spezialboni, wenn du manche oder sogar alle Teile eines Sets dieser ausgewöhnlichen... Blablabla. Schon klar. Da fällt mir gerade ein, wir müssen mal die Karte anschauen. Oder an denen du neue Quests aus Blood and Wine beginnen kannst, sind mit einem fetten Ausrufezeichen markiert. Eieieiei, das ist aber ein geiles, großes, neues Gebiet. Gut, es sind halt 40 Stunden, ne? Das ist klar. Also für uns 100, aber egal. Nice! Ich bin gespannt. Wir folgen aber erstmal der Hauptquest. Guillaume und er sind verwandt. Ich tue, wofür ich bezahle. Redet er jetzt weiter? Dann können wir auch schneller reden. Schneller reiten, wenn er nicht weiter redet. Gewöhnungsbedürftig, die ritterliche Ausdrucksweise. Vor allem der Wechsel zwischen blumig und nahezu normal. Wir sind fahrende Ritter im Dienste der allergnädigsten Herrin. Wenn wir... Halt! Neuer Weg. Halt, hat man doch vorne auch schon, ne? Wo haben wir denn jetzt gestartet? Hier. Dulcinee Windmühle. Herrin Dulcinee war eine Adlige... Also ich spreche das immer falsch, das ist egal. War eine Adlige am Hofe der Herzogin Caroberta. Der Legende nach duellierten sich die Ritter um sie, sobald sie auftauchte und die Edelfräulein fielen vor Eifersucht in Ohnmacht. Doch Herrin Dulcinea war den Pomp am Hof bald leid. Anstatt einen hohen Herrn zu heiraten, nahm sie das Werben eines einfachen Müllers an, verließ den Palast und zog in die Mühle. Es heißt, die beiden hätten dort glücklich bis ans Ende ihrer Tage gelebt. Zum Basilisk. In alten Tagen erzählte Adam de Guy, der Besitzer des Basilisken, gern davon, wie die Taverne zu ihrem Namen gekommen war. Dieser Geschichte zufolge hatte de Guy als Knappe mit seinem Ritter zusammen einen blutdurstigen Basilisken besiegt. Von da an hing viele Jahre lang ein Monsterkopf über dem Eingang der Herberge, bis ein Reisender aus Ochsenfurt herausfand, dass es sich dabei um eine recht dilettantische Fälschung aus Teilen von Schweinen, Wieseln und Fasanen handelte. De Guy nahm gekränkt die Trophäe ab, aber die Taverne behielt ihren Namen. Handeln bindet uns die Tradition. Niemand da? Sie müssen den Leichnam bereits fortgebracht haben. Sehen wir uns um. Absteigen ist nicht gebindet. Wieso ist denn Absteigen nicht gebindet? Absteigen ist doch eh. Hä?
Was ist denn jetzt passiert? Interaktion ist eh. Sprinten, umschalten. Ausweichen, Pferd rufen, Galopp, absteigen. So was? Untersuche das Blut mit deiner. Achso, okay. Ich brauche Vitriol, mal so nebenbei. Will eigentlich nichts klauen. Will Vitriol haben. Egal. Ah. Beschlagene Stiefel. Diverse Paare. Das muss die Herzogswache gewesen sein. Sehen wir nach, wo sie hingegangen sind. Sie sind am Wasser entlang gelaufen. Vielleicht lag die Leiche am Ufer. Oh, das klingt doch ganz nach Ertrunkenen. Wir haben Besuch. Vorsicht. Platzer, was sind denn Platzer? Die werden wahrscheinlich explodieren oder so. Schön, mal nicht alleine kämpfen zu müssen. Das dauert echt ewig. Ach, jetzt platzt er. Ja, genau. Das dachte ich mir schon. Das sind ja so ähnlich wie die Verschlinger, die auch dann explodieren. Ach, ja, stimmt. Mal weggehen, wenn die platzen. Das ist aber geil. Weil die Stacheln da rauskommen, das ist noch cooler als beim Verschlinger. Da kommt Platz. Wie hat der Blutgeruch hergemacht? Platzer. Boah, die sehen aber auch geil aus, ey. Sieht ja fast aus wie so ein Alien, vor allem vom Mund her. Wirksam, Nekrophagen, ey. Ich hielt es für einen verrotteten Fleischhaufen, bis er sich plötzlich bewegte. T-Baut von Buclair. Platzer sind die größeren Verwandten von Mutterhäuten. Diese abstoßenden, entfernt männlich wirkenden Kreaturen sind mit verfaulendem Fleisch bedeckt, unter welchen verrottende Muskeln ein starkes, flexibles Skelett umspannen. Platzer ernähren sich von alten, verwesenden Leichen und halten sich gerne in verlassenen Folterkammern, auf vergessenen Friedhöfen und alten Schlachtfeldern auf. Sie sind sehr aggressiv und obwohl sie Aasfresser sind, ist ein Angriff wahrscheinlich, wenn sie auf lebende Menschen stoßen. Man sollte an den erwähnten Orten daher gebührliche Vorsicht walten lassen. Platzer fressen meist unterirdische Wesen, aber wenn sie einen lebenden Menschen riechen, können sie in wenigen Augenblicken aus der Erde hervorbrechen und ihn anfallen. Im Kampf gegen sie darf man die Knochendurnen nicht vernachlässigen, jene rasiermesserscharfen Auswüchse, die aus ihren Skeletten ragen. Bevor ein Platzer stirbt, bewirken die Gase und Enzyme in seinem Körper eine Explosion, wobei die Knochendurnen in erheblichem Tempo fortgeschleudert werden und die finale Waffe der Platzer darstellen. Man mache im Weißen Gebrauch von Quenzzeichen, um sich vor diesen Dornen zu schützen. So, jetzt machen wir aber erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschö.